Ja, bei allen Antrieben mit Antriebssteuerung, wie bei der CM-Serie und bei der AB-Serie mit SmartCon-Steuerung, kann man auch zusätzlich verschiedene Jumper-Einstellungen vornehmen. Wenn man diese Einstellungen vornehmen möchte, muss man zuerst einmal den Antrieb von der Spannung nehmen, um danach den Bediendeckel zu öffnen. So, wenn der Antrieb von der Spannung genommen wurde, können wir den Deckel öffnen. So, wir öffnen den Deckel vorsichtig. Aufpassen auf das Kabel, dass er nicht zu sehr anzieht. Sonst könnte man den Stecker von dem Verbindungskabel zum Display beschädigen. Damit ich das besser herzeigen kann, stecke ich den Bediendeckel komplett ab. Und damit haben wir auch einen besseren Blick auf die Logikplatine des Antriebes. Ja, man sieht hier, dass auf dieser Logikplatine sich sechs Jumper befinden. Das heißt, wir haben drei verschiedene Gruppen. Das ist die erste Gruppe, das ist die zweite Gruppe und das ist die dritte Gruppe. Mit der ersten Gruppe kann man jetzt Einstellungen vornehmen, die die Eingänge des Antriebes betreffen. Das heißt, wir haben hier standardmäßig ja bei der Steuerung fünf Eingänge mit einer gemeinsamen Masse. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und könnte zum Beispiel diese Jumper 1, 2 und 3 so verstellen, dass ich zum Beispiel zwei Eingänge mit einer gemeinsamen Masse habe. Das heißt, wir können hier zum Beispiel jetzt sagen, dass wir die Jumper-Einstellung den Jumper 2 auf 3,2 stecken und den Jumper 3, der bleibt so. Das heißt, ich habe jetzt je zwei Eingänge mit einer gemeinsamen Masse und beide Massen sind getrennt. Der Eingang 3 ist aber damit deaktiviert. Das heißt, durch die Jumper-Stellung kann ich so verschiedene Szenarien mir kreieren. Dazu ist es aber am besten, in der Betriebsanleitung nachzulesen, um nachzuschauen, welche Einstellungen man hier genau vornehmen kann. Gut, wir stecken das jetzt wieder retour auf den Standardwert. Das heißt, die Jumper 1 bis 3 sind immer standardmäßig auf den Wert 1 und 2 gesteckt. Bei der nächsten Parametergruppe kann man die analogen Ausgänge einstellen. Das heißt, mit dem Jumper 4, der auch hier beschriftet ist, kann ich den analogen Ausgang von einer aktiven Stromquelle auf eine Stromsenke umschalten. Der analoge Ausgang ist aber grundsätzlich von der restlichen Steuerung galvanisch getrennt. Der Jumper 5 würde auch den analogen Ausgang betreffen, das heißt einen zweiten analogen Ausgang. Der ist aber standardmäßig nicht ausgeführt und daher für den normalen Gebrauch eher unbedeutend. Ja, und der letzte Jumper, der Jumper 6. Mit dem Jumper 6 habe ich einfach die Möglichkeit, den analogen Eingang 2 von einem passiven Eingang auf einen Eingang mit 24 Volt Versorgung zu ändern. Das heißt, ich hätte hier die Möglichkeit, zum Beispiel einen Drucksensor mit 24 Volt DC zu versorgen. Ja, für die Einstellung der Jumper 1 bis 6 ist es am besten, in der Betriebsanleitung nachzusehen, welche Möglichkeiten wir hier bei der Steuerung haben.